Hallo zusammen! Heute ein schönes Rückenprogramm von Weiko. Und zwar nennt sich das Rückenkomplex, weil es so viele verschiedene komplexe Übungen sind, die ineinander übergehen. Und los geht's! Wir stellen uns auf und nehmen das rechte Bein zum Oberkörper. Es wird umfasst mit beiden Händen, ein langer Rücken, gerade stehen und dann streckst du das Bein nach hinten aus, kommst in die Vorbeuge und versuchst es ein bisschen zu halten, genau, bevor du den Fuß hinten aufsetzt, den rechten, und mit den Händen am Boden abstützt. Dann nimmst du den linken Arm und gibst ihn weit nach oben in die Decke. Komm wieder zum Stand und nimm den rechten Arm gerade nach oben, streck dich im Oberkörper über die Hüfte, der linke Arm zeigt nach vorne, so weit wie es dir möglich ist. Ja, wunderbar. Komm wieder zurück in den Stand und nimm jetzt dein linkes Bein mit geradem Rücken, tiefen Schultern. Genau, halt es fest am Schienbein und versuch wiederum auf dem rechten Bein balancieren, das linke Bein so weit wie möglich nach hinten, waagerecht mit dem Oberkörper, wie Weiko das hier wunderbar zeigt. Dann stellst du das linke Bein ab, kommst wieder nach vorne, stützt dich dort ab und rotierst jetzt den rechten Arm so weit nach oben, wie es dir möglich ist. Komm wieder zurück in den Stütz. Und zieh deinen linken Arm ganz lang nach oben. Der rechte Arm schaut nach vorne. Und beug dich so weit wie du kannst. Ja, wunderbar. Nach hinten. Dann komm zurück in den Stand. Und zieh mit den Händen entlang bis zum Boden. Dann krabbelst du nach vorne. Und nimmst dein rechtes Bein ganz weit nach oben und versuchst es in der Länge des Oberkörpers in Verlängerung rauszuziehen, das andere Bein auch, und machst dies abwechselnd. Immer schön das linke und das rechte. Versuch deinen Rücken dabei ganz gerade zu halten. Und atme ruhig und gleichmäßig weiter. Blick zum Boden. Sehr schön. Dann krabbel mit den Armen weiter nach vorne. Und nun kommt es zu einer etwas anstrengenden Übung. Versuche dein Knie diagonal zum Ellbogen zu ziehen. Nach vorne, wenn es dir möglich ist. Wenn du nicht so weit schaffst, dann kannst du auch gerne eine etwas kürzere Ausführung der Übung machen. Konzentriere dich auf das Atmen. Bleib im Rücken stabil. Genau. Einmal rechts, einmal links. Versuche davon 10 Wiederholungen pro Seite zu machen. Ja. Sehr schön. Und schon durch. Dann komm in den Vierfüßlerstand und leg deinen Oberkörper ganz ab. Stell die Fersen auf und die Arme an die Seite des Körpers zu liegen. Jetzt noch einmal ein ganz wichtiger Hinweis. Stell dir vor, du hast eine Weintraube unter deinem Bauchnabel und die dürftest du natürlich auf keinen Fall zerquetschen. Also immer schön Bauchnabel weg vom Boden, Kopf leicht angehoben und nun wird rotiert. Das heißt, die Handflächen einmal um 180 Grad gedreht, die Schulterblätter zusammen zur Wirbelsäule ziehen, einen langen Nacken machen
und Rotation und zurück. Genau, versuch dann am Ende der Bewegung den Daumen so hoch wie möglich zur Decke zu bringen und wieder zurück. Sehr schön, gestreckte Arme, ruhige Atmung und schau mal, ob deine Weintraube noch lebt oder ob sie schon zerdrückt ist. Sehr schön. Und Rotation. Die Schulterblätter gehen in die Mitte. Wunderbar, ein gestreckter Rücken. Die Nasenspitze ein paar Zentimeter weit weg. So, und jetzt eine kleine Pause, denn das waren schon ziemlich viele anstrengende Übungen. Und es geht weiter. Wir stützen uns ab zum Vierfüßlerstand und gehen ganz weit zurück mit dem Becken Richtung Fersen, strecken die Arme aus, der Kopf verschwindet zwischen den Oberarmen. Atmen tief durch und jetzt senke ich den Oberkörper und das Becken Richtung Boden, aufgestellte Füße und habe einen ganz gestreckten Oberkörper. Dann senke ich das Becken wiederum zurück auf die Fersen. Mach die Arme nochmal lang, zieh sie noch ein paar Zentimeter nach vorne. Atme nochmal tief durch. Und stell jetzt deine Hände mit den Fäusten vor die Knie, roll dich auf und mach ein paar kreisende Bewegungen in der Schulter, wie Weiko das hier ganz wunderbar zeigt. Atme tief aus und das war schon das Programm Rückenkomplex. Und wie immer dürft ihr natürlich diese Übungen so oft hintereinander machen, wie ihr wollt. Gerne auch bis zum Armbrot. Tschüss, bis nächstes Mal.